Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Monsters. Und ja, es ist heute jetzt später am Abend. Das hat jetzt auch einen Grund. Erstmal willkommen zurück, ja, habe ich schon gesagt. Es ist jetzt der gleiche Tag, ein paar Stunden später. Und ich habe gesehen, dass wir hier einen Fehler gemacht haben, dass ich jetzt genau weiß, weshalb ich die einen Teile nicht bauen konnte. Es liegt nämlich daran, dass es zwei verschiedene Plättern gibt. Einmal die Toolrod und einmal die, ich glaube, die Sawthroat waren das. Und ich gucke jetzt einfach mal. Oh. Ja, ich habe ein bisschen ausprobiert und deshalb war ich im Cheat Mode. Den sollte ich jetzt aber mal aus. Receipt Mode. Yes, back. Ich habe das natürlich in einer anderen Welt gemacht. Und, ja, jetzt fällt mir auch wieder ein. Ach, die Shader sind schon wieder drinne. Das ist ja cool. Okay, ich dachte, ich müsste jetzt alles Mögliche in Optifine nochmal umstellen. Kann ich ja mal kurz reingucken, wie das aussieht. Also, das sieht alles gut aus. Das sind übrigens meine Einstellungen. Stencil Table. Genau, und ich habe geupdatet auf Minecraft 1.1. Toolrod. Oder Monsters 1.1. Pan Plan. Ich habe also doch nicht alles gemacht. Oh. Das ist jetzt natürlich doof. Da ist dieses Sawthroat. Gut. Das versuche ich direkt mal einzubinden. Denn wir wollen ja nichts. Hallo? Man macht doch das mit Stone. Ah. Gut. Da habe ich gerade den Fehler gemacht. So, Aluminium Brass Ingot habe ich auch noch. Dann kommt erstmal dieses Bronze wieder raus. Denn ich mache mir jetzt doch ein anderes Schwert. Ich mache mir nicht das Langschwert, sondern das Kurzschwert. Swordblade Cast. Large. Knife. Ja. Diese da. Hätte ich gerne. Ah ja, falls es im Hintergrund etwas wummert. Da hört gerade jemand oder da guckt gerade jemand einen etwas heftigen Film, also lasst euch hoffentlich davon nicht stören. Denn ja, es ist 69 Hours. Nein, 96. Egal. Ja. Okay, das wäre fertig. Damit hätten wir das Ganze auch gemacht. Jetzt müssten wir. Wo ist die Thought Road? Ach, da. Gut. Stone Thought Road. Die müssten wir jetzt einmal mit Aluminium Brass übergießen. Ich glaube, eins reicht sogar. Und ja, Bronze haben wir auch. Das haben wir alles auch. Gut. Und ich habe jetzt in der letzten Zeit mal schön geguckt, was es für verschiedene Sachen gibt hier. Und es gab ziemlich viele. Huh, Cutlass.
class. Prepare to fight. Gut. Attack 3 hearts. Modify its remaining 3. Nein, das war natürlich klar. Puh, das ist ja schon ein schönes Teil, was ich die mir da gemacht haben. Gut, und da habe ich mir auch ein bisschen was angelesen und so weiter. Und, ich weiß jetzt auch ein bisschen mehr darüber. Als vorher, ist ja auch klar. So, Stick. Das Ding brauche ich nicht mehr. Abfall. So, das habe ich schon mal. Was fehlte mir noch? Ah, ist auch egal. Genau, ich habe, ja, ich bin jetzt mal wieder richtig schön durch die Gegend. Ich habe, geupdatet auf 1.1. Jetzt sind ein paar Sachen rausgekommen. Und jetzt ist Open Blocks drin. Ich weiß, zum Beispiel der Evelator. Ich habe mir das schon in der anderen Welt alles angeguckt. Der wäre vielleicht interessant. Sonst kann ich leider nicht viel hier drin erkennen, was für mich speziell interessant ist. Sonic Glass ist vielleicht, aber ich weiß nicht, was das macht. Also, die tue ich erstmal hier hinten rein. Und guck mal, was damit geht. So, draußen habe ich ja meine neuen Sachen gepflanzt. Ich brauche einen neuen Helm, fällt mir gerade ein. Hier könnte ich auch noch mal ein bisschen mit okay, die sind scheinbar schon gewachsen. Ich dachte, ich könnte jetzt noch ein bisschen mit Knochenmehl füttern. Lag aber daneben. Naja. So, Knochenmehl, du kommst weg. Haben wir noch irgendwo meine Toolteil? So, und ja. Ja, eine Tree Trap. Gut. Ich habe mir auch die ganzen Verbesserungen aufgeschrieben. Und ich will mir mit diesem Tinker's Construct auch einen Bogen machen. Denn Bronze Tool. Ah ja, genau, ich brauche noch Strings. Die muss ich dann mit der diesem Teil bearbeiten. Denn der bringt wohl einiges. Und zwar wollte ich mir einen Eisenbogen machen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das funktioniert, aber mal gucken. Und schon weiß ich nicht genau, was ich tun soll. Das geht doch immer super. Puh. Okay. Also, dazu brauche ich Strings. Ah, Materialkosten sind 3. Oh, das ist ja ganz schön teuer. Naja, Toolstation, was habe ich? Ich wollte mir Iron Tool Rods bauen. Also brauche ich ein Iron. Oh. Die haben die Nein, die haben die Sortierfunktion rausgenommen.
Ja, das muss ich natürlich, das will ich natürlich auch wieder einfügen, denn das war das, was eigentlich das Schöne daran war. Jetzt ist es einfach weg. Ich werde es aber schon überleben. So, ich müsste dann nur mal gucken. Ich werde es auch wieder einfügen und dann mal gucken, ob das Ganze dann so besser läuft. Genau, ich wollte nämlich, ich habe ges. Oh, ich bin heute so verrückt mit dem Labern. Ich habe mir mal so ein paar Tabellen angeguckt vom Tinker's Construct. Und da stehen halt verschiedene Sachen mit verschiedenen Stärken, also welche Werte die verschiedenen Bögen haben und welche Schnelligkeit. Und ich wollte eigentlich einen Bogen haben, der schnell zielt. Gab es aber leider nicht so viele. Deshalb entscheide ich mich für den Eisenbogen und gehe dann einfach mal in den Nether. Nether. Und fütter den ein bisschen mit Quarz, so dass der